Searching. Ding, hat es gesagt. Und jenes. Und das hier. Und das hier unten, glaube ich, auch. Ja, genau. Du hast dich hier versteckt. In diesem Sinne, schönen guten Tag. Willkommen zurück zu Minecraft. Willkommen zurück zu... Ist klar. So, meine lieben Freunde, wir sind heute wieder solo unterwegs. Ich spiele erstmal schnell ein Intro ein. Das wäre dann jenes hier. Nachdem du das gesehen hast, würde ich sagen, reiten wir heute alleine für 5-6 Folgen im Blindflug durch die Gegend. Wir haben ja in der letzten Aufnahme hier mit dem MS-74 ordentlich was weggerodet und abgeholzt und gemacht und getan. Die Frage ist, was wir mit dieser Gegend machen. Ich weiß bis heute nicht, was der MS da vorhat. Ist aber nicht schlimm, wir werden es auf jeden Fall jetzt erstmal in ein einheitliches Level bringen. Und hier die Flucht ergreifen. Genau, das könnte man am besten auch machen, wenn ich nur dran denke. Nein, die Schlucht vielleicht verschließen. Oder aber wir beschäftigen uns weiter mit dem Dorf. Das entscheiden wir nachher mal ganz spontan. Ich habe jetzt noch gar keine Ahnung, weil wir jetzt wirklich im Blindflug unterwegs sind. Ich will aber verhindern, dass du keine Folgen mehr hast, weil uns sonst nämlich die Folgen ausgegangen wären. Wir sind also jetzt für diese Zeit dann eben alleine im Moment. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Es gibt ja den ein oder anderen Zuschauer, der das ganz gut leiden kann, dass wir hier Good Old Times mäßig auch so ein bisschen, ja, Good Old Times mäßig arbeiten. Was wir im Übrigen auch noch machen können, das fällt mir gerade so ein, wo ich gerade hier so gucke. Hier hatte ich gerade eben schon wieder so eine spontane Eingebung. Hier so von wegen Bergbude und so. Wir könnten unsere Bergbude mal zu Ende machen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Was mir auch noch fehlt, fällt mir gerade so auf, ist Mucke. Ja, ohne geht's ja nur auch nicht. Also, so ganz ohne Mucke geht das nicht. Das... Nee. Okay, hier ist es so ziemlich alles abgeholzt, was man abholzen könnte. Ich würde vorschlagen, wir bringen unseren Kladderadatsch erstmal rüber. So. Gucken hier nochmal. Ist es nicht schön. Entschuldigung, mich überkam das gerade. Ich habe da gerade einfach nur den Beat gehört, weißt du, und da musste ich doch einfach mal hier so ein bisschen durch die Gegend choreografieren. Kannst du mit Minecraft-Männchen nicht so viel machen? Ja, ich bin hier. Alles gut, ich bin hier. Is anyone there? Natürlich. Selbstverständlich, ihr seid doch nicht alleine. Ihr seid niemals alleine. So, Mahlzeit. Habe ich da noch fressbares Material? Habe ich nicht, denn wird das diesmal Steak. Was? Also, was wir machen könnten, wäre jetzt erstmal, dass wir einen kurzen Blick in die Berghütte werfen. Zum Hausmeister. Wir waren nämlich in der Hausmeisterwohnung gar nicht wirklich fertig. Das ist ja auch wieder baustellenhoppingmäßig abgebrochen worden oder unterbrochen worden. Weil ja der MS-74 dann wieder dabei war und etwas später im Verlauf sogar noch der Finon. Da haben wir dann das Dorf angefangen, haben aber hier unsere Hütte außer Acht gelassen. Und mir schwebt da ja immer noch eine Mod vor, wo ich erstmal gucken muss, ob die auf unserem Server überhaupt läuft, die dann dafür sorgt, dass wir hier auch ein bisschen was zu tun haben. Dass hier auch ein bisschen was funktioniert. So, das ist die Küche, die hatten wir. Der Wohnraum, den hatten wir auch bis auf Möbel. Da haben wir nämlich hier Bücherregale und so aufgestellt. Das müssten wir dann vielleicht hier in diversen Stellen auch noch machen. Hier muss auf jeden Fall noch ein Sofa rein. Ja, also müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht auch anders einfärben können. Und hier ist so ein Schlafzimmer. Und in das Schlafzimmer, da muss ja schließlich auch noch was hin, ne?
So, Wohn- und Lesezimmer. Genau, das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall mindestens mal ein Sofa. Wenigstens. Ja, und hier vielleicht auch noch mal den einen oder anderen Tisch zum Lesen. Hier könnte man noch einen Stuhl davor packen, weil das ist ja auch so ein Schreibtisch. Stühle, normale Stühle müssten wir sogar haben. Da gehen wir doch einfach mal gucken. Ja, und ich möchte einfach verhindern, dass wir jetzt die ganze Zeit durch die Gegend fliegen oder durch die Gegend warpen. Das machen wir ja nur wahrhaftig genug, wenn die anderen beiden Jungs dabei sind. Deswegen werden wir jetzt auch einfach mal die regulären Wege benutzen. Bei der Gelegenheit auch gleich mal gucken, was da in den Stallungen los ist. Die möchte ich im Übrigen auch noch größer haben, hier die Stallungen. Vor allem möchte ich sie mit dem Außenbereich haben, sodass die Tierchen auch rein und raus laufen können. Wie viele Schafe haben wir denn? Ui, ihr seid eine ganze Menge. Schweine haben wir 2. Müssten wir vielleicht auch mal wieder versorgen. Sollte man vielleicht mal ein paar Möhren mitnehmen. Hühner, genau das gleiche Spiel. Braucht man ein paar Weizensamen und Kühe braucht man auch noch ein bisschen. Das geht so nicht, das ist viel zu wenig. Ja, weißt du, das ist auch so eine Sache, die der MS-74 auch immer ganz gern mal missachtet. Oder auch der Finon. Man marschiert einfach da rein, mäht die armen Viecher um und sorgt nicht dafür, dass da neue reinkommen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal. Das reicht schon. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal. So. Aber was will ich motzen? Das bringt ja sowieso nichts. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwo die Weizensamen rumliegen haben. Da haben wir sie noch. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal. Was völlig ausreicht. So, was wir jetzt brauchen, sind Stühle. Ich weiß nicht, ob wir die in den Overflows noch hatten. Gerade mal gucken. Da schon mal nicht. Wie sieht's hier aus? Auch nicht. Wo sind die die Stühle? Haben wir die vielleicht in den Rucksack gequetscht? Total realistisch, wie wir sind. Haben wir erstmal ein bisschen Luft. Bin doch schon da. Hello. Allerlei. Vielleicht ist es da ja schon drin. Ist es aber nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Stühle haben. Haben wir die eingebarrelt? Sind die gelöscht worden? Habe ich die vielleicht oben? In der Bergbauhütte? Ich weiß es nicht. Egal, wir fangen jetzt erstmal an schnell mit Sofa. Wir brauchen hier so ein Sofa-Ding. Da brauchen wir also Sticks für. Sticks, Bretter und rote Wolle. Ist klar. Bretter haben wir ohne Ende da. Sticks haben wir auch ohne Ende da. Aber rote Wolle, das ist ein Problem. Wie immer, weil wir haben ja hier nur weiße Wolle. Bei der Gelegenheit können wir dann aber auch gerade mal wieder, zack, ein bisschen was mitnehmen. Und dann hoffen, dass wir hier ein bisschen was machen können. Also erstmal brauche ich Eisenbarren. Und unsere Schere hält nicht mehr so lange. Flupp. Was sind das für Psychomucke heute? Meine Güte. Zack. So, dann würde ich sagen, springen wir jetzt erst einmal rüber. Machen die roten Schafe mal nackig, beziehungsweise weiß, wie man es nimmt. Erstmal machen wir sie nackig, weil wir brauchen ja die rote Wolle. So, das erste, was ich hier vorhabe. Zack, fling. Du, geh weg.
So, dann möchte ich hier dafür sorgen, dass die Kühe auch was zu futtern haben. Und dann sorgen wir hier noch dafür, dass die sie auch nochmal ganz toll lieb haben. So. Jetzt gehen wir hier rein, wo es Krach macht. Ich überlege gerade. Warte mal. Das müssen wir mal an Andreas rumregeln. Wo ist denn das Schwarze? Da ist ein Schwarzes. Das ist jetzt weiß. Das ist jetzt weiß. Das ist jetzt weiß. Das ist jetzt weiß. Du bist jetzt weiß und du bist jetzt auch weiß. So, ab dafür. Weil wir brauchen nur weiße und rote Wolle im Moment. Es war in einer der früheren Versionen der Jenny Furniture Mod im Übrigen auch möglich, mit anderen Farben Möbel zu bauen. Leider haben sie das irgendwie auf rot begrenzt. Deswegen können wir nur rote Sitzbezüge herstellen. Das ist natürlich ärgerlich. Und es ist laut hier drin! Ah! Nee, es war tatsächlich mal so, dass man das in verschiedenen Farben machen konnte. Leider ist das jetzt so wohl nicht mehr gewollt. Was haben wir denn hier an Wolle eingesammelt? Das ist jetzt nicht sonderlich, obwohl das müsste eigentlich theoretisch schon fast reichen, nur eben nicht für unsere Zwecke. Ich bin der Scherenmann. Komm mit der Schere an. Gott. Ui. So, was ich im Übrigen auch noch anfragen möchte, für die Leute, die sich hier mit dem Minecraft-Let's Play beschäftigen, wie sieht's denn aus mit Ark? Hast du Bock drauf? Also ich hätte da schon ganz arg Bock drauf, mal so eine kleine Geschichte damit zu starten. Also wirklich eine kleine Geschichte, weil du siehst ja selber, dass ich ein extrem mieser Gamer bin. Also ich würde mich ganz gern mal so völlig ohne Zwang und ohne irgendwelche Zeitgebundenheiten einfach mal mit diesem Game beschäftigen, was so unfassbar komplex ist und auch noch mit Mods aufgewertet werden kann, dass es eine wahre Pracht ist. Also Ark ist Minecraft, nur mit geiler Grafik, wenn man so will. Und mit ziemlich vielen lustigen Dingern. Also auch Dinos und den ganzen Kram. Also wenn du Bock drauf hast, schreib's mal in die Comments, weil ich denke, da gibt es dann zwei Projekte von. Also da wird es dann wohl eins geben, wo sich der MS74 mit einem eigenen Server dran beteiligen wird, weil das war so seine Idee, hat er zumindest gesagt. Und dann wird es wohl auch darauf hinauslaufen, dass es eben auch noch so eine kleine, ja, immer so eine Zwischendurch-Geschichte gibt, so eine Solo-Geschichte, die man, ja, zwischendurch.net machen kann. Das war Werbung, ne? Gut versteckt. Ich mag versteckte Botschaften. ja, so ein... Ich hätte einfach mal so... Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte Bock auf so ein kleines, unregelmäßiges Ding. Also, wenn es gerade passt, dann schmeißen wir da einfach so eine Folge rein. Und wenn es gerade nicht passt, dann lassen wir sie weg. Oder, weißt du, so völlig ohne Zwang, völlig ohne Druck. Einfach mal so hin und wieder einfach ein Stückchen Ark hochgezogen. Gerne auch mal ein bisschen Solo... Mit Cheats, ohne Cheats, mit Mods, ohne Mods, das kann man sich dann immer noch überlegen. Ich bin da recht flexibel. Hast du Bock drauf? Hau mal in die Comments. Würde mich mal interessieren. Weil ich persönlich bin von dem Spiel echt angetan. Also zumindest, was die Grafik und die Spielemechanik betrifft. Bis auf so zwei, drei Updates, die da drin sind, die da vielleicht, aber auch nur vielleicht, ein bisschen overpowered sind. Aber komm. Man kann nicht alles haben. Und in dem Falle kann man leider nur zu viel haben. So. Es ist ja dunkel. Na, dann komm mal näher, Cherie.